Einen schönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren hier im Saal und vor allem auch an den unterschiedlichsten Bildschirmen zu Hause oder wo auch immer Sie dieser Veranstaltung folgen. Ich darf Sie heute auch im Namen der Direktorin der Bundesstiftung Aufarbeitung, Dr. Anna Kaminski, sehr herzlich zu unserer Veranstaltung willkommen heißen, nämlich mit der Bezeichnung »Der lange Schatten der Diktatur – posttraumatische Belastungen nach politischer Verfolgung«. Mein Name ist Lena Enz und ich bin Mitarbeiterin im Arbeitsbereich Gedenkstätten und Erinnerungskultur. Politische Verfolgung umfasste in der sowjetischen Besatzungszone und der späteren DDR ein weit gestaffeltes System von Überwachungs-, Verfolgungs- und Kriminalisierungsmöglichkeiten. Dieses System war nicht nur auf die politische Haft beschränkt, sondern begann oft lange vor einer Inhaftierung und hörte nach dem Ende der Haftzeit ebenfalls meist nicht auf. Zu diesem System gehörte auch die Form der sogenannten psychologischen Zersetzung, die darauf abzielte, politische Gegner in ihrem sozialen, familiären sowie beruflichen Erleben so weit zu destabilisieren und zu isolieren, dass sie daran psychisch und physisch kaputt gehen sollten. Die Folgen von Überwachung, Verhören, Bespitzelung und Zersetzung setzen sich bis in die Gegenwart fort. Auch über 30 Jahre nach dem Ende der SED-Diktatur leiden Betroffene unter oftmals komplexen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Traumatisierungen sowie unter nicht zu kompensierenden materiellen Defiziten. Zwar konnte in den vergangenen Jahren vieles erreicht werden. Mittlerweile wurden die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze 6-mal angepasst. Die Rehabilitierungsgesetze wurden entfristet. Nunmehr können Betroffene ohne Zeitdruck ihre Anträge stellen. Denn Diktaturunrecht darf kein Verfallsdatum haben. Nichtsdestotrotz bleibt für viele die Anerkennung der haftbedingten Folgeschäden unerreichbar. Zum einen fehlen in vielen Fällen die Unterlagen, beziehungsweise wurden die Übergriffe, Verletzungen der Arbeitsschutzregelungen, Verweigerungen der medizinischen Versorgung, seelische Folter und viele andere Vergehen nicht in den Haftunterlagen vermerkt, sodass der Nachweis, dass eine Erkrankung ursächlich mit der erlittenen Haft zusammenhängt, oft schwerfällt. Zum anderen kommt hinzu, dass viele Gutachter die Haftbedingungen und Formen der Verfolgung in der SBZ und DDR oftmals nur schwer nachvollziehen können. Die Bundesstiftung und ganz besonders unsere Direktorin Dr. Anna Kaminski setzen sich seit Gründung der Stiftung im Jahr 1998 dafür ein, eine Umkehr der Beweislast bei der Anerkennung gesundheitlicher Folgeschäden nach erlittener politischer Verfolgung zu erreichen. In zahlreichen Weiterbildungsveranstaltungen haben wir versucht, in der Beratung Tätige sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Versorgungsämtern für die komplexe Thematik zu sensibilisieren. Denn die langwierigen Gerichtsverfahren mit mehreren Instanzen und wiederholten Begutachtungsprozessen ziehen nicht nur eine enorme finanzielle Belastung nach sich, vor allem führen sie zu einer erheblichen psychischen Belastung und Retraumatisierung, wenn Betroffene immer wieder beschreiben müssen, welchen Torturen und Schikanen sie ausgesetzt gewesen sind. Mit der heutigen Veranstaltung wollen wir zum einen daran erinnern, was bereits erreicht worden ist. Wir wollen aber auch zum anderen thematisieren, was noch offen ist und was der weiteren Forschung bedarf. In diesem Sinne freue ich mich sehr, dass Sie heute hierher gekommen sind und ich freue mich auf die Diskussion und den gleich folgenden Einführungsbeitrag. Damit begrüße ich ganz herzlich Herrn Professor Dr. Jörg Frommer. Er ist ehemaliger Direktor der Universitätsklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und er ist Sprecher des 2021 gestarteten interdisziplinären Forschungsverbundes Langzeitfolgen von SED-Unrecht. Der Forschungsverbund widmet sich der Untersuchung gesundheitlicher Langzeitfolgen bei SED-Opfern und untersucht unter anderem erstmals auch die Begutachtungspraxis in Entschädigungsverfahren in der Breite. Herr Professor Frommer, vielen Dank, dass Sie heute den Weg zu uns auf sich genommen haben. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag und auf den Einblick in das Forschungsprojekt. Ich darf außerdem ganz herzlich Dr. Stefan Trubisch-Lüttke begrüßen, der unserer Stiftung seit vielen Jahren eng verbunden ist. Dr. Trubisch-Lüttke ist Psychoanalytiker und Traumatherapeut und Leiter der Beratungsstelle Gegenwind für politisch Traumatisierte der DDR-Diktatur.
Seit 25 Jahren ist die Beratungsstelle, die in dieser Form einzigartig ist in der Bundesrepublik Deutschland, allen Menschen offen, die in der SED-Diktatur unter politischer Verfolgung und Inhaftierung, psychischer Zersetzung oder staatlicher Repression litten. Für diese außerordentliche Arbeit wurde die Beratungsstelle 2018 mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Preis geehrt. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Als dritten Gast darf ich nicht weniger herzlich Dr. Karl-Heinz Bomberg begrüßen. Er ist Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Anästhesie und Intensivmedizin. Er arbeitet als Psychoanalytiker in eigener Praxis in Berlin. Als approbierter Psychotherapeut betreut Dr. Bomberg in seiner Praxis seit etwa 20 Jahren Patienten mit posttraumatischen Erkrankungen nach politischer Repression. Auch Ihnen ein herzliches Dank, dass Sie heute hier sind. Und last but not least heiße ich Tamina Kutscher willkommen. Und ich freue mich, dass Sie die Moderation übernommen haben und dass Sie uns durch den Abend geleiten werden. Frau Kutscher ist Journalistin, Slawistin und Historikerin und beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren mit Kultur, Medien und Gesellschaft in Russland sowie in Mittel- und Osteuropa. Das tut sie in ihrer Funktion als Moderatorin, als Herausgeberin und als Mitglied diverser Fachjurys. Von 2016 bis 2023 war sie Chefredakteurin der Online-Plattform Decoder, Russland und Belarus entschlüsseln. Für ihre herausragende Arbeit mit ihren innovativen Projekten differenzierte Einblicke in die Situation in Russland und in Belarus zu geben, wurde die Online-Plattform unter anderem 2021 mit dem Karl-Wilhelm-Fricke-Sonderpreis ausgezeichnet. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Und damit nochmals ein sehr herzliches Willkommen an Sie alle und ich übergebe das Wort an Herrn Professor Frommer. Dankeschön. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Erstmal vielen Dank für die Einladung an die Stiftung, an Frau Kleinig und an die freundliche Begrüßung von Ihnen, Frau Enz. Vielen Dank. Ja, ich freue mich, dass das Interesse für das Thema da ist, sichtbar da ist, dass Sie gekommen sind. Und habe nun die Freude, Ihnen den Abend zu eröffnen mit einem Einblick, den ich Ihnen geben möchte in ein aktuelles Forschungsprojekt. Wie ich zu der Thematik gekommen bin, das wird sich nachher, denke ich, im Gespräch zeigen. Dazu sage ich jetzt noch nicht so viel. Was der unmittelbare Anlass war, dass die Bundestagsfraktionen von SPD und CDU, die damaligen Regierungsfraktionen, 30 Jahre deutschen Einheit sozusagen Positionspapier im Deutschen Bundestag durchgebracht haben, an dem auch die Opferverbände, vor allem UOKG, Herr Dombrowski und andere waren beteiligt, quasi ein bisschen mitgeschrieben haben. Und in diesem Papier, das dann offizielle Bundestagsdrucksache wurde, stand drin, dass ein Kompetenzzentrum für die gesundheitlichen Langzeitfolgen von SED-Unrecht dringend notwendig wäre und von den damaligen Regierungsparteien gefordert wird. Ein Kompetenzzentrum. Das war natürlich ein großes Wort und in Gesprächen, die wir dann führten, vor allem im Geschäftsbereich des Ostbeauftragten, damaligen Ostbeauftragten Marco Wanderwitz, mit Herrn Dr. Hell, der Referatsleiter dort, Frau Neumann-Becker war beteiligt, unsere Landesbeauftragte, stellte sich dann raus, das ist irgendwie, droht jetzt wieder so eine Art Luftschloss zu werden, irgendwie ein Sonntagsredenbekenntnis, auf das dann nichts folgt, weil es gab es war eine Willensbekundung des Deutschen Bundestages ohne jede Substanzierung. Und wir haben auch schnell bemerkt, dass bei den Landesbeauftragten auch eine gewisse Skepsis da war, in dem Sinne, dass sie sagten, wir machen ja schon eine ganze Menge und wir als Landesbeauftragte sehen eigentlich Erstberatung für gesundheitliche Langzeitfolgen mehr in unserem Geschäftsbereich. Braucht man so etwas überhaupt? Also es war eine sehr unklare Gemengelage und es ist dann aber durch eine gewisse
Wir sind dann zusammengekommen im Ostbeauftragten und er hat gesagt, schreibt doch mal so einen Antrag, wie ihr könnt das, ihr seid Unileute, ihr müsst doch immer gucken, dass ihr Drittmittel reinkriegt von Deutsche Forschungsgemeinschaft und so weiter. Das muss umfangreich sein, das muss gut begründet sein. Und wir ziehen die Zuständigkeit an uns und dann muss natürlich das durch den Bundestag, da muss Geld dafür gegeben werden. Und das haben wir dann gemacht, anfangs auch so etwas zögernd, kriegen wir das hin. Der erste Schritt war so, bestand darin, die Mannschaft zusammenzustellen. Da will ich jetzt gleich mal auf die Folie gehen. Die das stemmen kann, ein größeres Projekt. Und ich habe drei Kollegen angesprochen, die, von denen ich wusste, dass sie sehr interessiert sind an dieser Thematik und auch langjährig, also nicht Anfänger, dass die sagen, ich beschäftige mich jetzt mal mit SED-Unrechtsfolgen, sondern dass die das seit 10, 20 Jahren tun. Das war einmal der Carsten Spitzer, der früher in Greifswald war, bei Professor Freiberger ausgebildet wurde und jetzt nach einer Zeit in Göttingen nach Rostock gegangen ist, in Rostock den Lehrstuhl hat, sich einschlägig viel mit der Thematik beschäftigt haben. Also zum Beispiel aus der Arbeitsgruppe Freiberger und Carsten Spitzer war damals beteiligt, gibt es eine ganz wichtige Studie, ich glaube 13 ist die erschienen, wo diese ständige Forderung nach den Brückensymptomen, also man muss doch einen lückenlosen Nachweis von Beschwerden haben, seit Haftzeit bis heute, widerlegt wurde durch Studien an vielen, vielen Betroffenen, wo gezeigt werden konnte, nein, es gibt viele, die ein symptomfreies Intervall haben und wo dann mit dem Älterwerden erst später die Beschwerden kommen und trotzdem besteht ein Kausalzusammenhang. Deshalb war Carsten Spitzer natürlich ein wichtiger Mitstreiter. Dann ist es so, dass in Jena unser Kollege Bernhard Strauß aktiv ist in anderen Großforschungsprojekten, also Landschaften der Verfolgung von anderen Drittmittelgebern, an dem auch die Charité beteiligt ist, auf diesem Feld aktiv ist, auch sich beschäftigt mit den unseren Berufsgruppen in der DDR, also Psychiater, Psychotherapeuten, wie sah es da aus mit Neutralität, mit politischer Verstrickung, gibt ja dieses frühe Buch von Sonja Süß über die Psychiatrie in der DDR. Wir haben also Bernhard Strauß mit ins Boot geholt und der dritte war auch ursprünglich aus Greifswald stammend, jetzt Lehrstuhlinhaber für Psychiatrie in Leipzig, der Georg Schomerus, der sich auch langjährig mit der Thematik beschäftigt und sich vor allem mit Stigmatisierungsprozessen befasst. Das ist also unser Viergestirn, das wir da zusammengestellt haben, haben den Antrag gestellt und tatsächlich hat der Deutsche Bundestag auch Geld bewilligt dafür, für die Projekte, allerdings auch zum Teil zum Lasten des Ostbeauftragten. Wir haben eine Laufzeit, wir konnten starten mit den Projekten, die ich Ihnen gleich ganz kurz vorstellen möchte, nur kursorisch vom Thema anreißen, damit wir ins Gespräch kommen können auch. Da ließe sich natürlich viel dazu sagen. Wir konnten Mitte 21 anfangen mit unseren Forschungsprojekten, konnten also Mitarbeiter einstellen, junge Psychologen, zum Teil Soziologen, andere Berufsgruppen, auch überwiegend Psychologen, an unseren vier Standorten. Im Juli 21 ging das los. Ich war Sprecher, also des Verbunds im ersten Jahr, weil ich Initiator war, aber durch meine Emeritierung, weil ich in Ruhestand versetzt war, wollte ich das jetzt, die ganze Verwaltungsarbeit, die damit verbunden ist, dann an jemanden weitergehen, der aktiv im Dienst ist. Das ist jetzt Bernhard Strauß, er ist der aktuelle Sprecher des Verbundes. Und unsere Finanzierung läuft für 3 Jahre bis Mitte 2024. Und wir haben eben auch Signale bekommen, dass das jetzige Modell, wie wir das sozusagen so ein bisschen freihändig hingezimmert haben, nicht ein Modell ist, das diesem Thema dauerhaft die Existenz sichern wird, sondern sind jetzt doch in intensiven Gesprächen auch mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer, der neuen Bundesländer auf der Bundesebene, wie eine Anschlussfinanzierung gelingen kann, weil natürlich mit diesen 3 Jahren und den begrenzten Themen, die wir haben, die Thematik nicht ausreichend oder abschließend bearbeitet ist, sondern weiter Bearbeitung finden
dringend muss. Für alle Projekte gilt etwas, das will ich jetzt vorausschicken, bevor ich sie kurz aufzähle. Warum machen wir das? Warum? Wir sind natürlich sozusagen so ein bisschen die Leute im wie sagt man, im Glashaus, da im Elfenbeinturm mit dem Schreibstift und dem PC, und wir sind nicht Politiker, wir können nicht unmittelbar, wir sind keine Sozialarbeiter. Warum macht es trotzdem Sinn? Es macht deshalb trotzdem Sinn, weil die Betroffenen bisher in vielen Fällen, Realität, die passiert ist, abgestritten wurde. Da gibt es keine Beweise dafür. Das ist alles nicht so. Und das ist sozusagen das, was wir insgesamt im Sinn haben oder was uns vorwärts treibt, ist diese fatale Sache, dass politische Traumatisierung, an der Spitze natürlich die Hafttraumatisierung, aber viele andere Formen von Traumatisierung auch, dass Langzeitfolgen da ist, dass die nachweisbar sind, dass der Umgang der Gesellschaft mit diesem Erbe verbesserungsbedürftig ist, dass es vielfach eben Ausblendungsversuche gibt, die man nicht wahrhaben wollen. Also wir wollen sozusagen die Betroffenen mit guten Argumenten beliefern. So, thematisch, das sind die Gesichter, das sind unsere Kooperationsbeteiligten und dann natürlich auch die Stiftung Aufarbeitung. Wir haben auch einen wissenschaftlichen Beirat. Wir haben an jedem Standort 3 Teilprojekte, also insgesamt 12 Forschungsprojekte. Und das sind sozusagen meine 3 Teilprojekte. In jedem dieser Projekte steht ein Mitarbeiter, und wir arbeiten jetzt gerade an einem Buch, wo wir die ersten Zwischenergebnisse darlegen. Meine Forschungsmethodik ist überwiegend, sind Interviewstudien und Gespräche mit Betroffenen, also sehr dicht am Originalton dran. Das Projekt von Aylin Kuruçelik sind, manche wissen das von Ihnen, Herr Steger hat darüber ein Buch geschrieben. Ende der 70er Jahre wurde an mehrere tausend Frauen im Leipziger Raum eine verseuchte, hepatitisverseuchte Charge Serum verimpft. Das wurde verschleiert, das war regelrecht kriminell. Die betroffenen Ärzte wussten, dass diese Charge verseucht ist, haben sie trotzdem verimpft, fahrlässig. Und mit diesen Frauen arbeiten wir seit Jahren, und das ist eine Studie. Die zweite Studie, da geht es um die Beratungsstellen für Unrechtsopfer. Das ist ja ein neu entstandenes Beratungsfeld, und da geht es um Konzeptentwicklung, das macht der Florian Schoppe. Und das dritte macht der Chris-Peer Schindler, der hat sich mit Leuten zusammengesetzt, die eben jahrelang gekämpft haben um ihre Rehabilitation, und dokumentiert sozusagen diese Sekundärschäden, die entstehen durch dieses vergebliche, ständige Anrennen gegen Mauern, diesen Kampf um Entschädigung, und der dann wirklich viele zur Verzweiflung führt. Die Jena-Projekte, da geht es um organisierte Gewalt in der DDR, in einem Teilprojekt. Sie wissen, dass zum Beispiel, also ein kleines Beispiel, in Jugendwerkhöfen war es oft so, dass die Disziplinierung bei nicht angepasstem Verhalten nicht durch die Wärter erfolgte, sondern durch die Gruppe erfolgte, also dass die alleine sind rausgegangen, und dann wussten die schon, was die mit dem machen. Und dass das regelrecht Methode hatte, es war ja sozusagen sozialistisch Erziehungsideal, Brechung des Individualismus durch die Gruppe, man muss ein unauffälliges Gruppenmitglied werden, und wer sich individuell abweichend verhält, muss durch die Gruppe gemaßregelt werden. Und da hatte also sozusagen dann Gewalt eine richtig sozusagen systematische Funktion, aber auch Formen sexueller Gewalt. Es gab ja Formen von Straftaten in der DDR, die eigentlich ideologischerweise nicht sein durften, die verschleiert werden mussten und über die man dann auch wenig wusste. Das zweite ist ein Projekt mit Biologen, in dem Biologen mit drin sind. Da geht es um langzeitige Folgen für die Stressverarbeitung, körperliche Stressverarbeitung durch politische Traumatisierung, also
dass die körperliche Stressverarbeitung, die natürlich für die Entstehung von Erkrankungen, entzündliche Erkrankungen, jenseits der posttraumatischen Stress, also Bluthoch und so weiter, wichtig sind, das nachzuweisen. Und das dritte Projekt, Adrian Galistl sind dran, eine curriculare Weiterbildung zu entwickeln für Fachleute, Richter, Versorgungsamtsmitarbeiter für diesen Themenbereich. Genau, die Leipziger Kollegen und Schomerus Hauptthema ist Stigmatisierung. Es sind drei Projekte zum Thema Stigmatisierung. Also wenn man ausgeschlossen wird, wenn einem jemand erklärt, du bist nicht normal, du gehörst ausgesondert, dann hat das Langzeitfolgen. Das ist etwas, wo man natürlich möchte man gern drüber stehen und sagen, die spinnen alle, ich bin normal und die, aber man glaubt es irgendwann selber nicht mehr und man wird dann sozusagen zu einem, man verliert das Vertrauen in die soziale Gemeinschaft, in die Welt, ein Verlust von Urvertrauen und diese Betroffenen, also wie sozusagen Stigmatisierungsprozesse im Zusammenhang mit dieser Thematik auftreten, sind die Leipziger Projekte. Genau, Rostock, Carsten Spitzer beschäftigt ein Teilprojekt mit dem Doping im Leistungssport, mit der Spitze vom Eisberg. Also was ich das Schlimmste finde in dieser ganzen Debatte sind eben diese Behandlung mit männlichen Sexualhormonen von jungen Mädchen im Pubertätsalter, also die dann sozusagen wirklich auch körperlich ihre Entwicklung zur Frau schwerst geschädigt wurden. Ich habe auch Fälle begutachtet, Patienten gehabt, die also völlig gewissenlos sozusagen da ihre Weiblichkeit beraubt wurden, kann man sagen, mit eben entsprechenden Langzeitfolgen, aber eben auch andere Formen von Doping. Dann ein Projekt speziell zu Leistungssportlerinnen und dann das dritte Projekt zu Zersetzungsmaßnahmen, wo ich vor kurzem noch gehört habe, das kann ich jetzt hier vielleicht auch noch ganz kurz ansprechen, dass die Rostocker Kollegen da so ein bisschen Schwierigkeiten haben, für die Befragung genügend Personen zu finden, die mitmachen, weil es natürlich ein Thema ist, wo man gern nicht noch mal drüber redet. Und wenn jemand da sich für eine Befragung zur Verfügung stellt, sind die Kollegen da um Carsten Spitzer dankbar. So, das war mein Einstieg, mein Überblick über Themen. Es gibt natürlich noch eine ganze Reihe von Themen, die wir jetzt nicht bearbeiten, die dran wären. Es ist natürlich ganz klar, dass wir Mitte 24 nicht das Problem aus der Welt geschafft haben, aber das ist das, was wir im Moment machen und damit würde ich jetzt erstmal meinen Vortrag beenden. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Frommer, für diesen Einführungsvortrag. Wir waren uns erst gar nicht so sicher, wie wir den heutigen Abend strukturieren sollen und dachten, dann kommt so ein Vortrag, der steht dann da einfach so und dann kommt ein Gespräch und wie sollen wir es machen? Aber ich glaube, Sie haben uns sehr eindrücklich allein anhand der Themen, die Sie alle genannt haben, gezeigt, wie viel Gewalt in dieser Diktatur passiert ist und wie wichtig und mühsam es ist, es bis heute aufzuarbeiten, wie es uns immer noch alle beschäftigt. Und es beschäftigt uns immer noch alle, damit meine ich durchaus uns als gesamtdeutsche Gesellschaft, als deutsch-deutsche Gesellschaft. Wir sehen es an Debatten
um Bücher wie Diesseits der Mauer und Dirk Oschmann und so weiter, wo sich viele an dem offiziellen Geschichtsbild von DDR als Diktatur stoßen, sich da nicht wiederfinden. Es gibt immer wieder Kritik, es würde alles Mögliche aus der Erinnerungskultur gelöscht und so weiter. Wir sehen die AfD-Wahlerfolge in Sonnenberg und das alles, glaube ich, zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir uns als Gesellschaft auch mit politischen Kontinuitäten und so weiter auseinandersetzen. Und darum freue ich mich auch aufgrund dieser ganzen aktuellen Ereignisse sehr, dass wir hier heute hier sind. Und warum? Weil, Sie werden es merken, also ich habe zum Beispiel, das empfehle ich Ihnen auch noch eingangs, dieses Buch gelesen, Verborgene Wunden. Es ist von Herrn Trobisch-Lüttke und Herrn Bomberg erschienen über eben Spätfolgen politischer Traumatisierung in der DDR. Und Sie merken, wie viele Impulse für diese Debatte, die wir gerade führen in Deutschland, aus der psychoanalytischen Praxis kommen können, weil man sich eben mit historischen Zusammenhängen auseinandersetzen muss, weil man sich auseinandersetzen muss mit einem differenzierten Bild von Diktaturgeschichte, weil man sich beschäftigen muss und damit fragen muss, wollen wir erinnern oder wollen wir beschweigen, und zwar Opfer wie Täter. Und und wir fangen hier deswegen auch ganz psychoanalytisch an, haben wir uns geeinigt, weil auch das ein wichtiger Impuls sein kann für die Debatte, nämlich damit, dass wir die eigene Position erstmal reflektieren, aus der hier gesprochen wird. Das ist in der Psychoanalyse normal, aber es passiert sonst sehr selten. Und Herr Frommer, da wir Sie schon hörten, fangen wir mit Ihnen an. Sie sind, ich sage es extra, weil es da eine Parallele gibt zu Ihrem Kollegen, Herrn Dr. Bomberg, 1955 geboren, aber im Westen. Mhm. Dann Medizin studiert, sind zur Psychoanalyse gekommen. Aber wie kam es, dass Sie sich beschäftigt haben mit, jetzt heute gesundheitlichen Langzeitfolgen von SED-Unrecht. Wie kamen Sie überhaupt zu Ihrem Thema? Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Kutsche. Jetzt, ich glaube, heute kommen jetzt hier die Psychoanalytiker auf die Couch. Aber ich unterstütze den Ansatz voll und ganz und er entspricht auch meiner Erfahrung. Ich habe 96 habe ich einen Ruf bekommen, in Magdeburg den Lehrstuhl für Psychosomatik aufzubauen. Das Fach gab es in der Approbationsordnung der DDR nicht. Da wurden bis 95 nach Einigungsvertrag noch die Diplommediziner fertig ausgebildet. Da war dann Marxismus, Leninismus im Zeugnis geschwärzt. Da gab es keine Note mehr davor. Und dann wurde die Approbation der alten Bundesländer übernommen. Und da waren wir seit den 70er Jahren verankert. Und als ich dann da nach Magdeburg kam, wusste ich nicht viel über den Osten. Ich habe meinen Vater gefragt, ich soll nach Magdeburg, was weißt du denn über Magdeburg? Dann sagt er, im 30-jährigen Krieg durch Tilly zerstört. Das ist so der Wissensstand vieler in den alten Bundesländern auch heute noch. Und dann merkte ich in den Anamnesen, wenn dann so Worte wie POS fehlen oder wie POS, EOS oder wenn jemand aus Kalbe stammt und man nicht wusste, ob das es ein Kalbe an der Milde gibt oder ein Kalbe an der Saale, da wurde man schon getestet, wo man herkommt. Und wenn das dann klar war, man ist aus dem Westen, dann verschlossen sich manche ganz. Und das war auch ganz schwer, dann in Kontakt zu kommen. Da war ich dann auch froh über, dass meine Mitarbeiter dann da mehr Kontakt, aber andere sagten, ah, sie sind aus dem Westen, dann kann ich ihnen das erzählen, und öffneten sich. Mhm. Und da merkte ich plötzlich, es ist wichtig, wo ich herkomme, und fing an, mich mit der Geschichte zu beschäftigen, und dann habe ich öfter mehr gefragt nach Eltern- und Großelternbiografien. Als ich jung war, dachte ich, das ist alles lang zurück, Zweiter Weltkrieg, das ist heute nicht mehr wichtig für uns. Und die Vergangenheit rückte, muss ich sagen, in den letzten 30 Jahren eigentlich näher und nicht weiter weg.
Also die Flucht- und Vertreibungsschicksale am Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich erinnere mich an eine Patientin, die erzählte, mein Opa, der war Bauer in der Altmark, der war Nazi, der wurde von den Russen vor den Augen meiner Mutter, also Großvater, von den Augen erschossen. Und die nächste Generation, mein Vater, war dann strammes SED-Mitglied. Also wie das in den Familien sozusagen hin und her ging, welche Verwerfungen dort waren, welche Traumatisierung am Ende des Zweiten Weltkriegs, welche Verwerfungen durch die Trennung, durch die Spaltung Deutschlands, so wurde ich sensibilisiert. Das war eigentlich der erste Schritt. Mhm. Vielleicht erst mal bis hierhin, ja. Bis hierhin. Herr Bomberg, wie war das? Sie haben sozusagen ja, eine Parallelbiografie, sage ich jetzt mal, weil Sie auch der gleichen Jahrgang sind Sie beide. Sie sind aber in Thüringen geboren, haben dann eben auch Medizin studiert in Leipzig und waren selber in den 80er Jahren, 1984, 3 Monate lang inhaftiert. Wie kann man nach so einer Erfahrung, Sie sind selber sozusagen Betroffener, wie kann man dahin kommen, anderen zu helfen, dann später als Psychoanalytiker dieses Trauma zu überwinden? Das ist ja auch eine gute Frage, danke. Es erfordert besonders große Überwindung. Ja, wenn man das selbst erlebt hat, will man erstmal damit, wie viele andere auch, nichts zu tun haben. Und es erfordert wirklich eine Menge eigenen Hinterntritt, um das zu machen. Ich will vielleicht noch mal dazu sagen, 3 Monate klingt jetzt so niedlich. Man wird in Untersuchungshaft nur gesetzt, wenn mindestens 2 Jahre auf dem Spiel stehen. Und ich war in Untersuchungshaft und bei staatsfeindlicher Hetze drohten mir 2 bis 10 Jahre. Hm. Das klingt jetzt so niedlich, dass ich da so begrenzt 3 Monate in Haft war. Das stimmt so nicht, weil diese Ungewissheit, die drückt fürchterlich. Und es war auch unklar bis zum Schluss, was daraus wird. Das muss man der Wahrheit halber noch mit dazu sagen, weil das schon wieder auf das psychische Erleben geht. Mhm. Ja, und ich war dann froh, dass es nur 3 Monate waren. Aber das weiß man vorher. Das weiß man gar nicht. Ja. Mir hat geholfen, dass es Öffentlichkeit gab. Und ich hatte einen wichtigen Rechtsanwalt, Wolfgang Schnur, ob der mir geschadet oder geholfen hat. Das weiß ich bis heute nicht. Sie, in diesem Buch hier, das ich vorhin gezeigt habe, gibt es von Ihnen ein ganz interessantes Zitat. Und zwar sagen Sie da über sich selbst und über Ihr Leben auch in der DDR, sagen Sie, ich zitiere, meine Entwicklung wurde geprägt durch glückliche Momente, politische Verfolgung und eine Menge dazwischen. Ja. Wie wichtig ist denn das Erinnern der glücklichen Momente geprägt, gewesen? Geprägt bin ich natürlich sehr durch das Elternhaus. Also mein Vater war Philosoph, könnte man sagen. Ich habe es auch in einem Gedicht in meinem letzten Buch, habe ich ihm ein kleines Denkmal gesetzt. Er war ein ausgezeichneter Schachspieler. Also dieses logische Denken habe ich von ihm. Und er hat mich auch zum Widerspruch erzogen. Das wurde ihm später zum Nachteil, weil ich auch der Partei widersprach, der er auch widersprochen hat. Er war allerdings ein bisschen ängstlicher als ich, aber dafür der bessere Schachspieler. So bleibt es am Ende unentschieden zwischen Vater und Sohn. Und wir haben da ja, und das hat mich dann dazu bewogen, doch einzuschreiten, weil ich die Situation für mich, weil ich eben auch im Elternhaus etwas freiheitlicher erzogen worden bin, dass ich da eine zunehmende Enge wahrgenommen habe und verspürte das Bedürfnis, da was ändern zu wollen. Ich wollte, dass Dr. Honecker zurückgeht ins Saarland, aber nicht ich ausreise. Ich bin ein chronischer Hierbleiber. Ich liebe heute noch meine thüringische Heimat. Ich gehe nicht freiwillig weg. Und von daher habe ich nach Verbündeten gesucht. Und die habe ich dann eben auch gefunden. Ja, und das waren auch die glücklichen Momente oder was waren? Die glücklichen Momente war viel Kindheit, ja, dass mir Lebensfreude und Nestwärme, dass ich Nestwärme erfahren habe und Nestwärme erzeugt Lebenslust, Nestkälte Lebensangst. Das ist so meine Grundthese auch. Ne? Und das hat mich dann bewogen, da mitzugehen, also Schule und so weiter zu machen. Und für mich Schlüsselerlebnis war für mich die Jazzmusik. Ne? Jazz ist sozusagen für mich der Befreiungsschlag der Pubertät gewesen. Und das, so könnte man sagen, es gab auch ein richtiges Leben im falschen System. Herr Drubisch-Lüttke, wie war das für Sie? Sie waren auch Wessi.
Und, bin ich immer noch. Stimmt, ihr seid ja immer noch Wessi und Ossi. Wohnt ja in West-Berlin, deshalb. Sie waren auf jeden Fall, sind in Westdeutschland groß geworden und kamen dann als Psychologe über Jürgen Fuchs, das haben Sie auch beschrieben, auch in Ihren Büchern, zur Beratung von politisch Traumatisierten der DDR-Diktatur. Und was für Fragen haben Sie sich da gestellt als Westdeutscher, der sowas alles gar nicht erlebt hat, der auch die DDR nicht erlebt hat? Ja, das stimmt. Also ich bin ja ein bisschen jünger als die beiden Herren zur Linken und zur Rechten und habe zu meiner Schulzeit die Jugend war im Westen natürlich links. Habe viel zu tun gehabt mit Leuten, die unterschiedlichsten linken Gruppierungen angehörten, Trotzkisten, Maoisten und was es sonst noch alles gab. Die belagerten die Schulen natürlich. Das war natürlich interessant zu der Zeit. Hatte ja auch so ein bisschen was mitbekommen von der eigenen Elterngeneration etc. Naja, auf jeden Fall kam irgendwann auch mal ein Referendar in unsere Schule und der stellte sich vor, dass er aus der ehemaligen DDR gekommen sei und zwar über den Umweg Gießen. Und ich wohnte in der Zeit auch in Gießen und der war sozusagen politisch freigekauft worden und der wirkte schon auf mich sozusagen ganz schön, ich würde mal aus heute ja sagen, ganz schön krank. Also der war wirklich ziemlich gezeichnet, der Mann, würde ich sagen. Es tat mir sehr leid, dass der in unserem Unterricht, wo wir den hatten, auch ein bisschen zu leiden hatte, weil er einfach sich nicht so gut präsentieren konnte. Also man merkte dem irgendwie an, dass er schon was Schwereres hinter sich hat. Und dann auch weitere Erfahrungen, auch ab und zu mal eine Reise in die DDR, Verwandtschaft etc. Da wurde natürlich deutlich, dass das, was da immer mal so propagiert wurde von der einen oder anderen Gruppe mit dem real existierenden Sozialismus nicht so furchtbar viel zu tun hatte. Also sprich, dass es den Leuten also doch deutliche Abweichungen von dem gab, was da theoretisch verfasst wurde oder auch lauthals propagiert wurde und was die Leute dann tatsächlich da erlebt haben. Naja. Sie schildern in Ihrem Buch so ganz konkrete Fragen, die Sie sich gestellt haben. Also zum Beispiel, wie soll ein Opfer von politischer Gewalt bei jemandem Vertrauen finden, der die Umstände in seinem Land gar nicht kennt? Vielleicht nur Klischees im Kopf hat. Ja, ja. Oder auch, gibt es die Schuld des Nicht-Erlebt-Habens? Wie haben Sie denn solche Fragen für sich beantwortet? Ja, das war so ein bisschen in der Anfangsphase, als das mit der Beratungsstelle losging. Der Beginn war ja so, dass ich in meiner psychotherapeutischen Ausbildung eine Kollegin hatte, die in der psychosozialen Initiative in Berlin arbeitete. Und das war Jürgen Fuchs, der dort arbeitete. Und dann wurde ich dem Jürgen Fuchs irgendwann mal vorgestellt. Und ich hatte sozusagen im Vorfeld schon im Feld Traumatherapie einige Erfahrungen sammeln können. Ich hatte nach meinem Studium eine Beratungsstelle für Opfer von sexuellem Missbrauch aufgebaut in Süddeutschland. Und das war ja auch das Spannende, dass dieses Feld Traumatherapie im Grunde auch so erst Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre überhaupt deutlicher wurde. Da waren ja sehr viele Diskussionen zugange und die erfuhren halt irgendwie, dass ich in diesem Bereich schon mal gearbeitet hätte. So habe ich dann Jürgen Fuchs kennengelernt. Und der sagte, Stefan, also ich habe selber lange gesessen, ich kann die Arbeit auf keinen Fall machen. Bei mir melden sich aber zig Leute hier. Wir werden überrannt, hunderte von Leuten, die wussten, Jürgen Fuchs kommt aus der ehemaligen DDR, Sozialpsychologe, hat dort diese Hafterfahrung gemacht. Aber er selber sagte, ich kann das überhaupt nicht. Ich bin so gebrochen durch diese Zeit, es geht überhaupt nicht. Und könntest du dir das vorstellen, das aufzubauen? Und dazu kam dann der Klaus Behnke, der damals noch mit dabei war, auch mit einer DDR-Biografie. Ja, und so kam dann im Grunde der Anfang zustande. Dann ging es erstmal darum, dass man überhaupt eine Rechtfertigung für so eine Beratungsstelle
ja, nicht erfinden musste, aber die Politik überzeugen musste. Und wir waren dann damals beim Gesundheitsstaatssekretär Orwart. Herr Probisch-Lüttke, Sie kommen gerade von sich weg, aber okay, ist auch interessant, ist auch eine interessante Geschichte. Hier sitzen so viele, hier sitzt so viel Kundschaft, ich darf nicht zu, zu viel aus meinem Leben. Naja, also wie gesagt, ich wollte eigentlich so anfangen, weil ich finde eben diese Reflexion der eigenen Position nochmal, warum wir das überhaupt hier thematisieren. Ja. Also das, was ich eigentlich aus Ihrem Buch gelernt habe, obwohl Sie sich jetzt hier irgendwie außen rum reden, so interessant, weil es eben ja immer wieder in dieser deutsch-deutschen Debatte so ist, dass jeder so über sich selber erstmal, also ich habe das so und so und ich habe das so und so. Und es ist einfach so wichtig, dass wir uns bewusst machen, was haben wir gesehen, und wir haben eben nur ein Teilstück gesehen, und das ist nicht das ganze Bild, das wir gesehen haben, egal woher wir kommen. Aber ich will weitergehen zum nächsten Thema und das zum nächsten Punkt. Lass mich noch ganz kurz, also ich beantworte Ihre Frage jetzt. Also ich als Westdeutscher in dieser Arbeit hat für mich sozusagen am Anfang tatsächlich diese Fragen, die Sie genannt haben, aufgeworfen. Aber ich glaube, für viele der Betroffenen, die gekommen sind, war es ihren Vorteil, weil die wussten, wie auch Jörg Frommer schon gesagt hat, der ist aus dem Westen, der ist auf jeden Fall frei von Vorwürfen irgendeiner Verquickung, zumindest in dieser Art. Und was, glaube ich, hilfreich für die Beziehungsaufnahme zu den Personen war, mit denen ich bis jetzt zu tun hatte, war immer, dass mich einfach irrsinnig interessiert hat, das Thema. Es interessiert mich, spricht mich total an. Und ich glaube, diese Neugierde und das Interesse daran und ein echtes Interesse, was das Schicksal dieser Menschen angeht, das ist, glaube ich, die Grundlage. Das ist auch ein wichtiger Punkt, was wir schon im Vorgespräch gemerkt haben, wenn man mal anfängt mit den Geschichten. Wir haben uns vorhin gegenseitig von unseren Großeltern erzählt und wo die herkommen und was die machen und was die erlebt haben. Und deswegen, weil wir das gemerkt haben, wollen wir auf jeden Fall hier Sie auch noch zu Wort kommen lassen. Wahrscheinlich wollen viele auch noch was sagen. Aber machen wir auch, wir öffnen noch ins Plenum, aber ich würde jetzt gern zu einem anderen Begriff noch kommen, über den man auch immer wieder stolpert, nämlich das ist der Opferbegriff. Ein Opfer. Also wenn man, das ist so ein schwieriger Begriff, wer will Opfer sein und gleichzeitig ist man Opfer. Auch die Frage, wer war gesund oder wer war krank in einem Krankensystem, die werfen Sie auch immer wieder auf. Herr Trobisch-Lüttke, wie beantworten Sie das? Also wir haben uns zu Beginn der Arbeit in dieser Beratungsstelle, die dann ja 93 sozusagen so langsam aufgebaut wurde, erste Anschubfinanzierung, haben wir uns tatsächlich auch die Frage gestellt, ob wir jetzt von Opfern sprechen sollten, haben uns entschieden, das nicht zu tun, sondern haben gesagt, wir sprechen von politisch Traumatisierten, also von Menschen, die traumatisiert worden sind in einem politischen System, genau aus dem Grund, den Sie eben schon angedeutet haben. Also wir möchten keine Opferzuschreibung vornehmen, sondern wir möchten eigentlich eher, dass Menschen auch Anteile, in denen sie zum Opfer versucht wurden zu machen, anerkennen bei sich. Sprich, also vielleicht eine gewisse Form von Einsicht, da ist was passiert mit mir, was mir Schaden zugefügt hat. Und aber gleichzeitig möchten wir eigentlich eher so eine emanzipatorische Richtung erreichen. Das heißt, Stichwort, was mir ein Patient die letzten Tage sagte, Selbstermächtigung, darum geht es eigentlich. Also ich möchte wieder selber Subjekt in meiner Geschichte werden. Ich möchte nicht das Gefühl haben, dass ich irgendeiner Sache ausgeliefert war, sondern ich möchte gerne wieder quasi spüren, dass ich irgendwie meine Geschicke, so gut es geht, lenken kann, trotz aller Anerkenntnis, was mir Schlimmes widerfahren ist. Herr Frommer, Sie haben vorhin, also eingangs hat man ja schon gemerkt, wenn man an die Opfer denkt oder eben an die politisch Traumatisierten der DDR-Diktatur, hat man natürlich sofort die große Gruppe der Inhaftierten vor Augen. An wen müssen wir noch alles denken? Ja, das ist mir im Lauf der Jahre mit der Beschäftigung mit der Thematik klar geworden, auch durch die Zusammenarbeit mit einem Kollegen, Adrian Galistel. Wir haben auch darüber geschrieben, die Inhaftierung, die politische, hatte zwei Zwecke. Einmal ging es darum, diese individuelle Person irgendwie davon dauerhaft abzuhalten, dass sie das wieder tut, dass sie wieder
in einer Weise sich äußert, von der sich das totalitäre System bedroht fühlt. So. Die andere Wirkung war aber auf den Rest der Bevölkerung. Die entstand dadurch, dass alle wussten, wenn du das und das machst, dann kann dir das passieren. Also es war ein Prinzip, die Gesellschaft war so aufgebaut, dass sozusagen mit solchen Extremfällen ein Exempel statuiert wurde. Und das war jedem bekannt, das passiert dir, wenn. Und von dieser Extremtraumatisierung zum Alltagsleben gab es Stufen von Repression. Mehr oder weniger Repression, also so eine Verdünnungsreihe könnte man sagen. Auf der einen Seite war das eine alltägliche soziale Kontrolle durch Nachbarschaft, durch in der Schule, im Betrieb, durch die vielen, vielen, vielen IMs und am anderen Ende die politische Haft, die meines Erachtens am meisten neben den Inhaftierten, Traumatisierten waren die Jugendlichen in Jugendwerkhöfen. Das ist, glaube ich, wirklich auch ein ganz finsteres Kapitel, auch vielfach noch unaufgearbeitet. Dann ging es natürlich auch in Bereiche über, wo im beruflichen Leben Mindeststandards von Humanität und Arbeitsschutz nicht, also wo menschenverachtende Arbeitsbedingungen herrschten, also ob das Bleiverseuchung waren, Chemieverseuchung waren, ob das in der Medizin eine verseuchte Charge, die doch verimpft wird. Unser Lungenarzt hat mir neulich erzählt, der Professor für Lungenheilkunde in Magdeburg, er hat gehäuft Krebs bei Schauspielern und Krankenschwestern, die mit Talkum zu tun hatten. Talkum, also Puder, man musste früher als Krankenschwester, die gab ja nicht einmal Handschuhe wurden sterilisiert, mussten dann eingepudert werden. Und Schauspiel in der Maske, das war asbestverseucht. Talkum war asbestverseucht. Und man wusste, das ist Asbest. Und man hat es eben trotzdem gesagt, gibt keine Alternative, müssen wir trotzdem so machen. Also das waren sozusagen also Praktiken, an denen man sah, so ein Menschenleben ist jetzt doch nicht so viel wert. Also, wo gehobelt wird, fallen Späne und dann passiert halt sowas. Dann gab es natürlich Repressionen in Erziehungseinrichten allgemein, also von der frühkindlichen Erziehung her. Wir haben jetzt gerade in Magdeburg einen Skandal gehabt, wo rauskam, dass heute noch eine Erzieherin im Kinderhort Kinder in den Schrank sperrt. Es kam raus, dreijährige Kinder in den Schrank sperrt, wenn die laut sind. Eine Patientin, die ich habe, hat mir erzählt, wie sie in den 90er Jahren noch im Kindergarten regelmäßig geschlagen wurde von den Erzieherinnen. Alle wussten das, keiner spricht drüber. So zog sich das sozusagen durch die ganze Gesellschaft durch. Mit einem natürlich unglaublichen Wucht von Einschüchterung und mit der Angst, bei nicht konformem Verhalten ausgesondert zu werden, isoliert zu werden, sanktioniert zu werden. Mhm. Herr Bomber, eben eine Gewalt, die sich durch die ganze Gesellschaft zieht. Wie würden Sie dann dabei also abgrenzen oder wie schärft man dann diesen Begriff der politischen Traumatisierung? Ja, es ist eine Form von gesellschaftlicher Gewalt, die, glaube ich, Diktaturen ausüben. Nicht nur die DDR-Diktatur, wir haben durch unsere internationalen Reisen das in Kambodscha erlebt, wir haben es ganz anders wieder in Südafrika erlebt, wir haben es im Senegal erlebt oder in Mali erlebt. Ne? Und das heißt, dass da um die herrschende Klasse abzusichern, eine Gleichschaltung erfolgt, eine bestimmte Gesetzgebung, sozusagen die Menschenrechte doch permanent verletzt und damit auch die Grundlage gibt, dass neben familiärer Gewalt gesellschaftliche Gewalt zu einem Gesundheitsrisiko wird. Ja, und das ist zu konstatieren, man konnte in der DDR auch ganz gut leben. Das muss man auch sagen. Aber ich denke, es gab eine Form pathologischer Anpassung an das System. Das deformiert auf spezifische Weise. Und wenn man da abwich, dann wurde es schwierig. Mhm. Na, also es war nur nicht so, dass man ständig kurzatmig war. Na, ich war,
Das Medizinstudium fand ich also durchaus also auch geeignet, um Interessen durchzusetzen, um sich Wissen anzueignen. Es ging nicht ganz ohne Westliteratur, die spielte immer eine Rolle sozusagen. Die semipermeable Membran nach dem Westen, also die haben wir in Biologie gelernt und dachten wir gleich, das kann man auf die Staatsgrenze auch anwenden. Da auf der einen Seite waren nämlich gewisse Durchlässigkeiten, die waren ganz wichtig. Und damit hat man ein Stück auch überlebt und auch der Jazz, der drang durch alle Ritzen durch, ne, der macht an der Mauer nicht halt. Und das war für mich so eine Möglichkeit, um da auch immer wieder aufzutanken. Aber es blieb eine grundlegende Repressivität, die zunehmend unerträglicher wurde. Und als unsere Kinder dann in das schulnahe Alter kamen, dann wurde es noch schwieriger. Ne? Dann wurde sozusagen das System dann auf die nächste Generation. Und wir hatten unseren Sohn bei unserer ersten Westreise mit da. Das war ein unendlicher Aufwand. Weil der wann war das ungefähr zeitlich? 89. Ne? 89. Mhm. Der Sohn ist 81 geboren, die Tochter 83. Sind beide Ärzte, sind in mein Schicksal sehr eingewoben. Eltern, Kinder, Stasihaft, erzählt davon. Ne? Mhm. Und, das ist ein Film? Dieser Film. Ne? Und das war ein ziemlicher Aufwand, ziemlich viel Bürokratie. Und ich glaube auch, man war letztendlich nicht so froh, dass wir zurückgekommen sind. Wir waren zu viert tatsächlich 1989 bei meinem Bruder und sind auch zu viert wieder zurückgekommen. In Westdeutschland. Ja, genau. Und das zeigt nochmal, es ist sehr unterschiedlich. Der Widerstand war auch sehr unterschiedlich. Das ist eine heterogene Gruppe. Ne? Es gab zum Glück und gibt zum Glück immer wieder Menschen, die sozusagen für ihre persönliche Meinung Nachteile in Kauf nehmen. Mhm. Ohne diesen Umstand würde sich keine Entwicklung vollziehen. Man sagt immer, du hast gegen Gesetze verstoßen. Ja, ich habe bestimmte Gesetze gesagt, wenn das Gesetz nicht für den Menschen da ist, ne, dann schwelgen bei großem Gelage die Fürsten unserer Tage, habe ich gesungen. Und das stieß natürlich auf Unbehagen. Ne? Und das mit diesem Ding zu leben, ne, und mit dieser täglichen Repressivität zu leben, das war so ein bisschen die Kunst auch. Und das ist auch nicht jedem gegeben gewesen. Ich kann Menschen gut verstehen, die gesagt haben, es gibt keine Perspektive mehr für mich. Und im Gesundheitswesen hatte ich auch einen gewissen Schutz. Man brauchte Ärzte in der DDR. Und das war auch ein Vorteil, das muss man auch sagen. Sie hatten Ihre Nische da auch gefunden. Ich hatte wirklich meine Nische, genau. Ne? Jetzt haben Sie Kinder angesprochen, das bringt mich schon zum nächsten Punkt, nämlich Herr Trubisch-Lüttke, das würde ich gerne von Ihnen wissen. Was wissen wir heute auch über die transgenerationale Weitergabe, also die Weitergabe von Traumata innerhalb der Familie an die nächste Generation? Naja, das ist ja mittlerweile auch ein richtiges Forschungsfeld geworden. Das gilt natürlich auch für Transformationsprozesse in der ehemaligen DDR auf jeden Fall. Auch da hat es transgenerationale Trauma-Weitergabe natürlich gegeben. Das wird ja sehr stark beforscht im Moment auch. Auch epigenetische Prozesse werden beforscht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass die nächste Generation massiv involviert ist in die Vorgänge sozusagen. Und das ist auch das Schlimme, wenn man sich jetzt die Geschehnisse in der Ukraine anschaut. Man kann ja wirklich jetzt schon im Grunde sagen, das wird Generationen brauchen, bis das, was jetzt gerade passiert, das wird immer weitergehen. Und das ist schon furchtbar, das zu sehen, dass das jetzt gerade wieder passiert. Also natürlich hat das Folgen für die Kinder und Jugendlichen gehabt. Ich habe ja selber so eine kleine Studie mal gemacht und im Grunde wurde da deutlich, dass es eben unterschiedlich starke Identifizierungsprozesse mit dem elterlichen Schicksal gibt, dass es ein Teil der Nachkommen sehr stark identifiziert sind mit dem Schicksal der Eltern. Ein Teil hat sich eher sehr abgekehrt, hat sich im Grunde abgespalten von dem Elternteil, teilweise auch mit Vorwürfen, die fast so ein bisschen an die Stasi-Vorwürfe erinnern, also als wenn innerfamiliär auch Stasi-Problematiken in der Form wieder auftauchen, auch das hat es gegeben. Am besten verarbeitet wurden eigentlich, sagen wir mal, diese Verfolgungserlebnisse in Familien, wo möglichst viel drüber auch geredet werden konnte, ne? Also wo ein Austausch da war, wo die Kinder auch mal sagen konnten, ich kann eure Geschichten vom Knast nicht mehr hören, es reicht mir jetzt, ich höre mir das nicht mehr an. Also wo auch offen gesprochen werden konnte, wo keine Schuldgefühle in hohem Maße erzeugt wurden und so weiter.
Also genau, so in diese Richtung geht das. Das alles sind ja wichtige Erkenntnisse, die zum Teil auch erst in den letzten Jahren erforscht wurden und natürlich immer dringlicher werden mit der fortschreitenden Zeit im Alter der nächsten Generation und so weiter. Da frage ich mich, Professor Frommer, wie schaut das strukturell aus? Also wie gut sind da Psychologen, Psychotherapeuten heute darüber informiert? Das ist eine strukturelle Frage. Ein aktuelles Beispiel erzählt dazu. Aber ja. Und genau, wie sehr beschäftigen Sie sich auch in dem Forschungsprojekt damit, also das Wissen jetzt, das war ein Beispiel, aber das Wissen, dass eben das neue Wissen weitergegeben wird, auch fachlich intern weitergegeben wird, dass zum Beispiel, das anderes Beispiel, das mir einfällt, dass auch Kollegen im Westen Deutschlands zum Beispiel wissen, was sie zu tun und zu lassen haben, wenn ein politisch Traumatisierter zu ihnen kommt. Ja, das, Sie haben ein Beispiel? Ja, genau. Also ich habe jetzt gerade, hatte gestern ein Videogespräch, das ist ja seit Corona eine Sache, die wir als Vorteil verbuchen können. Wir können jetzt mittlerweile auch mit Personen per Videotherapie in anderen Teilen Deutschlands sprechen. Und ich hatte gerade vor 2 Tagen jemanden, dessen Frau, und das ist typisch, vielleicht auch für die schweren Fälle, die sich jetzt teilweise melden, hatte die Frau angerufen, hat gesagt, also mit meinem Mann, das ist furchtbar, diese Durchbrüche, der hat eine DDR-Geschichte, das ist schwierig, sehr, sehr schwierig mit dem, ist ein ganz lieber Mann, aber er hat immer wieder diese Durchbrüche. Und dann haben wir ein Gespräch gehabt vor 2 Tagen, und da wurde im Grunde deutlich, er hat eine 10-jährige Psychoanalyse gemacht, jetzt muss ich mit meinem Berufsstand mal ein bisschen streng werden. Leider ist in diesen 10 Jahren nur über die Familie gesprochen worden, aber die Haft ist abgeblockt worden. Haft ist nicht aufgearbeitet worden. Und das passiert, glaube ich, immer noch sehr, sehr oft. Ja. Und das ist bedauerlich. Genau. Das ist wirklich bedauerlich, und da muss wirklich was passieren. Ja, also das ist auch unsere, also meine Erfahrung aus den vielen, ich habe ja viel begutachtet auch, dass eine der Hauptlast für die Betroffenen ist, dass sie immer wieder basale Dinge, gerade die Anti-D-Frauen mit ihrer Immun, dann kommen sie wieder irgendwo hin und müssen das erklären, und keiner versteht, wie war das, was war das, wer ist zuständig. Man muss basale Dinge immer wieder erklären, Leuten, die deren Horizont es irgendwie sprengt. Also das gibt zwei. Also im Osten ist der Hinderungsgrund oft, dass man zum Beispiel im Versorgungsamt immer noch an jemand geraten kann, der selber früher verstrickt war, systemnah war und deshalb ablockt. Im Westen kann es passieren, dass es einfach den Vorstellungsraum sprengt, dass die Leute sagen, naja, so schlimm war es doch auch nicht und ist doch überall und so. Also das ist gleich schlimm, ob das eine passiert oder das andere passiert. Was wir machen, in Magdeburg auch schon gemacht haben, in unserer langjährigen Kooperation mit der Landesbeauftragten, dass wir ein Netzwerk haben, wo wir vermitteln können an Therapeuten, die sich für die Thematik interessieren. Und dass wir, eines unserer Ziele im Verbundprojekt ist, ein Curriculum entwickeln, um professionell Befasste, egal ob das jetzt irgendein Sozialpädagoge ist oder Sozialarbeiter in einer Behörde, in einer Beratungsstelle, Mitarbeiter vom Versorgungsamt, ein Richter am Amtsgericht oder wo auch immer, in einer Behörde, im Ministerium befasst, also denen spezifische Informationen, ein Curriculum zu geben, wo die ihnen dann in mehreren Schritten mit der Thematik befasst werden und gut informiert werden. Aber es ist ein großer Bedarf. Vielleicht noch ganz kurz bei den Gerichten, das Problem der Fehlurteile, es gibt schlimme Fehlurteile, ist ja auch, dass es keine häufigen Fälle sind. Wenn das ein Amtsrichter kriegt oder ein Sozialgericht, ist ja nicht ein Amtsrichter, ein Sozialgerichter kriegt, der hat so einen Fall nicht alle 3 Tage, und dann ist es für den eine Überforderung eigentlich oft. Also es ist nach wie vor unheimlich viel Aufklärung nötig. Das denkt man gar nicht auf verschiedenen Ebenen. Ich kann mich erinnern, Frau Kamitz ist jetzt da. Ja, hallo. Wir hatten vor Richtern was gemacht in KW.
wie wichtig das war, dass die Richter sagen, wir haben die eine Meinung, die andere Meinung und die und die. Und dass das Zünglein an der Waage solche Vorträge sein können, dass sie im Sinne der Betroffenen, ich sage auch nicht Opfer, sondern der Betroffenen dann entscheiden, dass ne, in dieser Gemengelage, und die Richter entscheiden über viel, das ist eine hohe Entscheidungsgewalt, und da so kleine Stützen zu geben, dass dann doch für die Betroffenen etwas entschieden wird. Und wir haben 2007 eine AG gegründet, politische Traumatisierung mit Professor Deter, der heute leider nicht hier ist, und Frau Dr. Völker. Und Frau Reinhardt ist heute mit hier, unsere Gruppe ist erweitert, die sich mit diesen Fragen beschäftigt. Einmal mit therapeutischen Fragen. Therapeutische Fragen sind auch nach wie vor wichtig. Wir sind da auch im weiteren Austausch. Das ist ein bisschen ein Stiefkind, weil viel geforscht wird. Und die Kliniker sind immer mit den Forschern im Clinch. Das war schon in der DDR so. Das ist ein altes Liebesverhältnis. Ne? Und da muss man immer mal gucken, wie nützt uns die Forschung für die Theorie, für die Praxis. Und umgekehrt, ich bin froh, dass Jörg Frommer mich als ambulanten Kooperationspartner mit ins Forschungsprojekt geholt hätte. Wenn er das nicht gemacht hätte, würde ich nämlich heute noch anklopfen. Ne? Das ist gar nicht so einfach, sozusagen, sich auch bei den ganzen Aktivitäten zu behaupten. Da ist immer wieder viel Konkurrenz, auch heute noch. Das ist so. Ne? Und ich denke mal, mit dieser AG haben wir versucht, auch neben therapeutischen Fragen auch gutachterliche Fragen, die Qualität der Gutachter mit zu beeinflussen, wo das möglich ist, auch durch Vorträge. Ich habe manchmal an Gerichten auch was gemacht oder in Versorgungsämtern. Und da dringen dann auch partiell, lokal wichtige Sachen durch, die dann auch angewendet werden und diesem und jenen oder dieser und jener dann auch nützen. Das ist wirklich auch so. Auch mit manchen ärztlichen Kollegen direkt Kontakt haben. Das hilft dann wirklich, mit Richtern direkt Kontakt. Dieser Direktkontakt, dieser persönliche Einsatz, der ist dann oft das Mittel der Wahl, ne? Um das dann, ne? Auch ein bundesweites Therapeutennetz zu initiieren, Anwälte auch mitzugewinnen. Das ist eine das geht nur mit vereinten Kräften und es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und hier ist Psychoanalyse sozusagen in Aktion. Psychoanalyse und Gesellschaft in Aktion. Ne? Dass wir uns selbst auch fragen. Ja. Ja. Sie zeigen so alle zusammen, also wahnsinnig viele auch Desiderate auf. Einfach viele, viele notwendige Schritte, die noch getan werden müssen. Wie wird das denn alles weitergehen und finanziert werden? Wissen Sie das? Also wie wird Ihre Arbeit unterstützt? Also Ihr Forschungsprojekt läuft, glaube ich, nächstes Jahr aus. Wissen Sie, wie das weitergehen kann oder geht es weiter? Wir haben aktuell noch, also wir wissen, dass es auf der Bundesebene im Moment schwierig ist. Wir wissen, dass der neue Ostbeauftragte Carsten Schneider das eher nicht in seinem Ressort sieht. Wir haben massive Unterstützung von Evelyn Zupke, die das auch sehr befürwortet, dass es weitergeht. Aber es ist sehr schwierig, jetzt so eine neue Anbindung zu finden. Es ist die Frage, ob in der Konferenz der Ministerpräsidenten der Ostbundesländer das Thema vielleicht auf die Tagesordnung gebracht wird. Aber im Moment ist es sehr unsicher, ob es weitergehen kann mit dem nächsten Jahr. Was natürlich sehr schade wäre, weil wir jetzt eine Infrastruktur aufgebaut haben, Netzwerk aufbauen, Curriculum aufbauen. Und es wär jammerschade, wenn das sozusagen dann wieder zerfällt. Genau, was man vielleicht trotzdem, das ist das Forschungsprojekt. Ich meine auch im Gesundheitswesen, dass Psychoanalyse nach wie vor finanziert wird. Ist auch gerade für schwere Traumatisierung ganz... Psychotherapie wird großzügig finanziert in unserem Kassensystem. Genau, ne? Und wenn es uns gelingt, die Kollegen ein bisschen da anzuschieben... Also das ist so, dass so ein, darf ich noch kurz sagen, dass so ein klassischer Psychotherapeut unserer Art, so wie wir das gelernt haben, der sagt, der lernt den Menschen beizubringen, die kommen immer sagen, mein Nachbar ist schlimm, meine Frau ist schlimm, ich habe schlimm in euch. Und zum Schluss lernen sie, naja, ich bin auch nicht ganz einfach. Ein paar Probleme kommen auch von mir, also das nach innen zu nehmen. Und das ist bei Traumatisierten komplett falsch. Bei Traumatisierten geht es darum, anzuerkennen, dass wirklich was Schlimmes in der Realität passiert ist. Und man kann das nicht psychologisieren immer. Man kann immer nicht sagen, du hast ein Problem damit mit der Verarbeitung. Nee, es war schlimm. Und es muss anerkannt werden, dass es schlimm ist. Und das fällt manchen in unserer Berufssparte ein bisschen schwer. Also da zu kapitulieren und sagen, es geht jetzt nicht um Psychologisches, sondern jeder andere, der in
das erlebt hätte, das hätte jeden umgehauen. Oder also das, wir müssen jetzt sozusagen aus den Trümmern, die da entstanden sind, das Beste machen. Aber das geht nur, wenn wir anerkennen, da ist wirklich was Schlimmes passiert. Das ist wichtig, weil ich das ja am eigenen Leib erlebt habe. Du bist selbst dran schuld. Ne? Hättest du nicht so eine große Klappe gehabt, dann wäre das alles nicht passiert. Ne? Hättest du ein bisschen stillgehalten und hättest du das nicht so gemacht, wie du es gemacht hast. Das ist eine Meinung gewesen, mit der ich in den 80er Jahren habe versucht zu überleben. Ich habe dann trotzdem meinen Mund nicht gehalten. Das war auch nicht so einfach. Da musste man sich eben auch viele Verbündete suchen. Und das, was die, ne? Das hat mich sozusagen als Betroffenen auch betroffen, das jetzt aber anders anzuwenden, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, da auch umzudenken. Und das, ich glaube, das ist in den letzten Jahren auch mit dem Konzept der posttraumatischen Belastungsstörung, ne, geschehen, dass da in der Traumapsychotherapie, auch in der analytischen Traumatherapie Veränderungen vollzogen sind, die von mehr von Umdenken und auch von entsprechender nötiger Empathie für diese spezifischen Probleme sich herausgebildet hat. Extrem wichtig in dem Zusammenhang ist wirklich auch, dass im Grunde die Erkenntnisse, die es jetzt auch gibt, gerade im Umgang mit politisch Verfolgten und jetzt speziell auch die Gruppe aus der DDR, dass das auch an die psychotherapeutische Jugend weitergegeben wird, dass das in die Curricula, weitergegeben wird, also sozusagen, dass man es wirklich, dass man auch sozusagen die Behandlungskonzepte verändert. Und dazu gehört wirklich auch, dass eben die Anerkenntnis des schädigenden Ereignisses viel mehr in das Zentrum kommt. Natürlich spielt die spätere Verarbeitung des Traumas, da spielen natürlich auch persönlichkeitsspezifische Punkte eine Rolle, ganz klar. Aber das jetzt sozusagen in diese Bereiche weiterzugeben. Mhm. Ich bin selber in der Ausbildung tätig. Mhm. Das ist wirklich auch ein Schwerpunkt und das interessiert die jungen Leute auch total. Das interessiert sie wirklich. Ne? Mhm. Da kann man die wirklich abholen und das muss also wirklich noch viel mehr verankert werden. Vielen Dank, Herr Bombert. Ich muss einen Satz öffnen. Das spricht mir sehr aus dem Herzen, weil ich auch Lehranalytiker am Analytischen Institut bin und dass mir das auch ansteht sozusagen. Es interessieren sich junge Kollegen dafür und das ist ganz wichtig, dass das weitergegeben wird. Genau, und damit kann man nicht früh genug beginnen, damit sozusagen diese Dinge auch fundiert weitergegeben werden. Ja. Ne? Ja. Danke. Ja. Vielen Dank. Nein, das ist ganz klar geworden und es ist gut, dass Sie das nochmal stark machen hier. Wir wollen jetzt aber öffnen in unser Publikum. Gibt es Fragen? Gibt es Anmerkungen? Der Herr. Ja, wir haben ein Mikrofon für Sie. Mein Name ist Volker Oschmann. Ich bin auch anerkannter politischer Verfolgter und nehme an diesem Forschungsprojekt in Rostock teil. Was wird aus, Frau Maltusch hat ein großes Interview mit mir durchgeführt, was wird aus diesen Erkenntnissen? Also erstmal, das ist, auch wenn es vielleicht nicht mehr weitergeführt wird, wo kommen diese Erkenntnisse dann an? Wie wird das dann auch irgendwo praktisch umgesetzt in der Politik oder auch insgesamt, wo dass es auch einen Widerhall findet? Weil ich sage es auch nochmal zu Herrn Tobi-Schlüttke, ich sage mal so, ich fühlte mich, ich war bei Ihrem Vorgänger, ich bin gleich nach dem Lesen meiner Stasi-Akte bei Herrn Prost gewesen, beim Behandlungszentrum Folteropfer. Das hat mir sehr geholfen. Ich habe wirklich, ich sage mal, ich bin durch Berlin gelaufen, ich habe wirklich jeden unter Generalverdacht gestellt, ich hatte kein Vertrauen mehr. Und ich bin eigentlich, so wie ich mich fühlte, einigermaßen psychisch geheilt, aus dieser Gesprächskreis von anderthalb, zwei Jahren wieder raus, bin nicht von meiner Vergangenheit geflüchtet, bin nach München zum Arbeiten gegangen und bin kein Verfolgungstheoretiker und ich fange in München eine Arbeit an und auf einmal begrüßt mich als Kunde in dieser Firma der Bundesnachrichtendienst und das Landesamt für Verfassungsschutz. Und ich sage Ihnen, ich war dann wieder völlig retraumatisiert. Und ich möchte eigentlich, sage ich mal, nicht immer wieder bei irgendwelchen Gutachten oder etc. wieder sagen, wie es mir geht, ich will einfach gesund bleiben. Das war's. Ja, die Frage geht an Professor. Ja, also es ist so, wenn wir haben ja, ich bin jetzt 30 Jahre an der Universität in der medizinischen Fakultät und
Da läuft ja viel Forschung auf den verschiedensten Gebieten. Und klassischerweise ist Forschung nicht eigennützig, sondern fremdnützig. Das steht auch in jeder Ethikaufklärung drin. Man hat selber nicht unmittelbar einen Vorteil davon. Den Vorteil haben im Grunde genommen andere, mehr andere. Und in dem Fall jetzt geht es doch darum, den Nachweis zu erbringen, zu untermauern, dass Zersetzungsprozesse tatsächlich große Schäden anrichten. Und das kann man nur nachweisen, wenn sich Menschen zur Verfügung stellen und sagen, ich dokumentiere jetzt mal, was das mit mir gemacht hat. Dass das eine Belastung darstellt für den Betroffenen, es ist eine Belastung und es ist abzuwägen, Nutzen, Schaden abzuwägen. Und wir sind Ihnen unglaublich dankbar, dass Sie sich da zur Verfügung gestellt haben, weil sonst können wir das nicht. Aber wenn wir es eben nicht nachweisen würden, dann gäbe es immer viele Stimmen, die sagen, da ist doch nichts passiert. So schlimm ist das doch nicht. Also es gab in meinem Fach noch vor einer Generation, die Auffassung gab es noch, mein Lehrer Wolfgang hat eine Debatte geführt in den 90er Jahren noch mit einer Kollegin aus der Schweiz, die sagte, ist doch eh alles erblich. Die wie Donald Trump, gut Gene, gut, wer gute Gene hat, kommt durchs Leben, mit dem kann man machen, was er will. Und wer einknickt, der ist halt so, der ist halt, wie sagen die Wiener, so ein Psycherl, ja. Der ist halt schwächlich, der ist irgendwie so fauler Apfel vom Stamm. Und diese Stigmatisierung, die verbunden ist mit psychischen Beschwerden, die dann auftauchen, ja, ich habe Weltvertrauen verloren, zu sagen, nee, das ist jetzt nicht das Problem dieses Menschen oder seiner Anlage oder irgendwas, sondern das ist von Menschenhand gemacht. Das ist von Menschenhand gemacht. Dieser Schaden ist erzeugt und diese Beweiskette liefern wir. Das ist sozusagen der Zweck. Und dieser Zweck geht natürlich auch über hinaus, also wenn wir jetzt weiterdenken über Antragstellung für ein Nachfolgeprojekt, was ist jetzt, wenn man es noch ein bisschen größer denkt, sind wir ein Land auf der Welt, in dem relativ viel Vergangenheitsaufarbeitung geleistet wird im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt andere Länder, die haben auch Riesenleichen im Keller und Schwamm drüber. Und wir kriegen Migrationsströme von traumatisierten Menschen aus allen Teilen der Welt und alle bringen ähnliche Problematiken mit. Und wenn wir hier sagen können, also in Deutschland, 20. Jahrhundert sind wirklich schlimme Katastrophen passiert, auch für die Welt haben wir Katastrophen erzeugt, aber vielleicht können wir da ein Stück für der Welt auch was zurückgeben und sagen, wir entwickeln das Know-how, wie man mit sowas umgehen kann. Der erste Schritt ist, dass man es anerkennt, wie schlimm es ist. Der zweite Schritt ist, was man an therapeutischen Methoden entwickelt. Der dritte Schritt ist, dass man die entsprechenden Netzwerke aufbaut. Der vierte Schritt ist, dass man es in die Ausbildung einbringt. Aber es ist, das hat mal einer gesagt, Max Weber war es, 1900, Politik ist ein Bohren von dicken Brettern. Also wir arbeiten da an Sachen, wo die Ernte kommt dann später. Aber für mich hat sich das trotzdem gelohnt, die 30 Jahre, die ich mich jetzt damit beschäftige, da am Ball zu bleiben. Und das macht man ja nicht nur jetzt von 9 bis 5 nachmittags, sondern an Wochenenden, an Abenden. Man trifft sich, man redet die Köpfe heiß, man stürzt sich in Debatten mit Fachkollegen, die was anderes denken. Also, aber ich habe das als sehr lohnend empfunden, für die Sache mich einzusetzen. Und ich bin sehr dankbar, ja. Moment, wir brauchen noch mal ein Mikrofon. Ja. Ja, gleich. Aber wie wirkt sich das auf das Individuelle, auf den Menschen selbst aus? Sagen wir mal, Ihre Ergebnisse. Ja. Wie kommen die dann nachher bei den Opfern an? Wie werden die bei den Opfern umgesetzt? Na, durch die Entwicklung besserer Versorgungsnetze und besserer Therapiemethoden. Also dass die entsprechende, wir haben ja gerade davon, Herr Drobisch-Littke hat erzählt, stellen Sie sich vor, da ist jemand mit einer schweren Traumatisierung irgendwo in Bayern oder im Süden, geht zu einem qualifizierten Psychotherapeuten, viele Zeit, vielleicht hat er auch noch selber Geld bezahlt dafür und es wird kein Wort drüber geredet. Der hat überhaupt null Verständnis dafür und das wollen wir ändern. Ja, ich denke mal, trotzdem bleibt die Frage, dass die Kommunikation zwischen Wissenschaft, zwischen Forschung und Klinik,
Da könnte mehr, an Informationen fließen. Ich habe für das Projekt in Rostock relativ viel Patienten beigesteuert. Das wird zum Beispiel kaum erwähnt. Das ist aber auch so. Lieb dich selbst, wenn der Nächste es nicht tut. Das ist manchmal mein Grundsatz. Da muss man sich selbst manchmal wertschätzen, dass man da was gemacht hat. Und das muss man wahrscheinlich auch als Klient lernen. Das muss ich als Therapeut auch lernen. Mhm. Und ich höre dann, die Gespräche sind gut gelaufen. Ja? Aber was dann weiter damit wird, das ist sozusagen dann auch nochmal genau, was du gesagt hast. Wie wird das publiziert, dass diese Störform anerkannt ist? Wie wird das weiter auch therapeutisch verfeinert? Wie wird es möglicherweise auch entschädigt? Es bedarf da noch ein paar Sätze zwischeneinander. Sonst bleibt es sozusagen, sonst wird es ein bisschen knapp, will ich mal sagen. Das erlebe ich selbst. Dass ich als Kliniker bei den Wissenschaftlern qualitativ forschend, aber dass da die Kommunikation manchmal stockt und dass bei Forschern meistens Klinikängste da sind und bei Klinikern Forschungsängste. Die sind natürlich abzubauen, ne? Sonst kommt man nicht zueinander. Ne? Insofern verstehe ich Ihre Frage gut. Für mich bleibt die nämlich auch dann auch offen. Ne? Das ist sozusagen, das muss man dann selbst sich auch mit immer mal fragen, wo bleibt es? Und manchmal spreche ich auch Interviewer direkt an oder Inauguratoren des Forschungsprojektes. Ne? Carsten Spitzer, den ich auch gut kenne, spreche ich dann direkt an. Wie ist es denn? Was ist jetzt? Wie können wir das auch konkret noch verstoffwechseln, was da sozusagen gut erforscht wurde? Wie lässt sich das auch noch in einen guten Kontakt und auch ein Stückchen ein gutes Gefühl einpacken? Ja, hier dient die Wissenschaft den Menschen und ist dichter noch dran und wird auch in ein gutes zwischenmenschliches Gefühl integrierbar. Ne? Vielleicht ganz kurz dazu, wenn jetzt hier heute Vorschläge entstehen, was man daran noch verbessern kann, dann nehme ich die mit, dann setzen wir das um. Geben Sie es weiter. Genau. Mhm. Da hinten, die Dame hat sich noch gemeldet und dann kommen Sie. Ja, hallo, vielleicht darf ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Anne Maltusch und ich führe die Studie, hallo Herr Oschmann, ich führe die Studie in Rostock zu den Zersetzungsmaßnahmen bzw. den Langzeitfolgen von Zersetzungsmaßnahmen durch und möchte natürlich ganz kurz auch darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben. Bei mir ist es grundsätzlich so, dass ich wirklich versuche, mit den Leuten, die ich interviewt habe, persönlich mit denen danach auch in Kontakt zu halten. Herr Oschmann, Sie wissen ja auch sehr, wir haben ja ein paar Mal miteinander telefoniert auch. Also mir ist schon dieser persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig und ich habe auch all den Leuten und Herr Dr. Bomberg möchte mich natürlich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie so viele Leute zu uns geschickt haben. Selbstverständlich. Und für mich ist, wie gesagt, der Kontakt vor allen Dingen mit den Teilnehmenden sehr wichtig und den versuche ich auch zu halten, auch per E-Mail, also auch nach den Interviews sozusagen und auch allen Teilnehmenden versuche ich natürlich, wenn wir nachher Ergebnisse publizieren, diese natürlich zukommen zu lassen. Wir haben ja einen großen Newsletter, der von unserem Herrn Schneider verwaltet wird, also jeder, der seine E-Mail-Adresse sozusagen an mich gegeben hat, den habe ich auch um das Einverständnis gebeten, für diesen Newsletter, der regelmäßig versendet wird, ich glaube auch von Ihnen, ne, Herr Professor Frommer? Kommt von Ihnen, ne, der Newsletter? Von Schneider, von Nico Schneider. Oder Herr Schneider, genau, der leitet die weiter. Und dort wird natürlich dann auch für all die Interesse daran haben, die teilgenommen haben, die werden darüber informiert, wie ist der Stand der Dinge und nachher auch, wenn die Ergebnisse publiziert werden. Also wir versuchen schon, das so transparent wie möglich zu halten. Und wie gesagt, mir ist auch ganz wichtig, ich versuche auch immer präsent zu sein bei irgendwelchen Veranstaltungen. Neulich auch bei dem Jubiläum von dem Gegenwind, von dem Verein Gegenwind, Herr Trobisch-Lüttke. Und versuche auch natürlich, wie gesagt, in Kontakt zu bleiben. Ich kann jetzt natürlich nur für mich persönlich sprechen und weiß natürlich nicht, wie das in den anderen Zentren ist, aber denke, dass dort auch alle sehr bemüht darum sind. Okay. Aber Dank. Das Angebot, sich auch an Sie direkt zu wenden. Ja. Vielen Dank. Sehr schön. Dann die Dame hier. Im Moment, das Mikrofon kommt noch. Ich kann vielleicht auch laut. Nee, wir brauchen Mikrofon wegen der Aufzeichnung. Ja, mein Name ist Anna Hase. Ich bin eigentlich eine Zeitzeugin, ein Opfer der DDR-Diktatur, das auch über Jahre systematisch zersetzt worden ist. Und ich bin sehr froh darüber, Herr Dr. Bomberg, Ihnen heute begegnet zu sein. Und ich freue mich, dass Sie auch aus Ihrem Leben einiges hier gesagt haben. Ich habe da eine konkrete Frage an Sie. Mhm. Haben Sie eigentlich durch Ihre Tätigkeit danach auch das Ganze
psychologisch für sich persönlich aufarbeiten können? Hat es Ihnen denn nicht auch einiges gegeben und Sie Ihr Verhalten relativiert und Sie stolz gemacht? Ich zum Beispiel bin seit 1991 Zeitzeugin in der Gedenkstätte Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde. Ich arbeite dort auch als Referentin mit Schülern, mit Bundeswehrangehörigen, mit allen Gesellschaftsschichten, die da kommen, die ich auch informiere über das, was wir in der DDR erlebt haben. Und das hat mir auch geholfen, mein Leben und meine Situation einzuordnen und damit besser umzugehen. Und ich weiß, dass das Ganze wie ein Mehltau auf der Seele sitzt und immer bleiben wird. Das werde ich mit ins Grab nehmen. Ich bin seit 10 Jahren in einer Gesprächsbehandlung in der Yoga-Gruppe und in der Malgruppe bei Gegenwind, was mir sehr geholfen hat. Ich habe diese Angebote genutzt und möchte dafür nochmal Danke sagen. Es ist unter den Bedingungen des Turbokapitalismus nicht selbstverständlich, dass solche Leistungen gratis sind, die man also dann auch annehmen kann. Und das hat mir auch geholfen. Und ich bin auch in dem Projekt von Frau Maltusch. Und bei dem Projekt hat mir geholfen, dass ich einmal über meine persönliche Befindlichkeit reden konnte, dass mal jemand wieder zugehört hat. Ich war jetzt auch mit der Therapeutin im Bundestag. Die Grünen haben eingeladen. Da habe ich auch mal als Lieschen Müller Normalverbraucher die Gelegenheit gehabt, über die Betroffenheit der DDR-Bürger und über ihre Erlebnisse zu sprechen, was sehr gut angekommen ist mit Standing Ovation. Und ich nehme aus dieser heutigen Veranstaltung mit, dass ich meine Selbstermächtigung, ich zitiere ihr Wort, weiterhin permanent bearbeite, am Ende meines Lebens mir selber in die Augen sehen kann und stolz auf mein Verhalten in der DDR sein kann. Denn das kann ich nur mit mir alleine ausmachen. Und ich werde diese Zersetzungsschäden ganz stolz vor mir hertragen, ganz gleich wie meine Rehabilitierung, die noch in der Retorte ist, sich gestalten mag. Ist nur die Frage an mich, ne? Ja, oder? Ja, danke für Ihren Beitrag. Das war sehr ermuntert. Es ist die Gefahr, deswegen sind wir auch so ein Therapeutengemisch, die Gefahr, dass ich als Betroffener manchmal zu dicht rankomme. Man muss als Psychoanalytiker auch wieder den nötigen Abstand gewinnen. Das ist mein Punkt, an dem ich permanent arbeite durch die analytische Ausbildung, aber auch durch meine künstlerische Arbeit. Die hilft mir auch zu symbolisieren und da zu gucken, wo bin ich zu nah und wo ist denn der nötige Abstand wichtig. Das ist ein ewiger Prozess und das haben wir auch miteinander. Auch das Buch Verborgene Wunde ist ein Beispiel dafür. Stefan sagte zu mir, du kommst von innen, ne? Und ich komme von außen, du kommst von innen. Aber das könnte gerade so wichtig sein für das Buch, die verschiedenen Sichtweisen deutlich zu machen. Denn in der Therapie besteht dann die Gefahr, einmal wenn man zu sehr von außen kommt, dass eine Distanzierung vorliegt oder dass eine Überidentifikation vorliegt, wie in meinem Fall. Dann kommt man in so eine Retter-Retter-Übertragung und muss dann gegenseitig weinen. Das hilft aber letztendlich nicht weiter. Insofern ist auch Ihr beschriebener Weg ganz, ganz wichtig, um zu dem nötigen Abstand zu kommen, um zu einer tragfähigen Selbstbestimmung zu kommen. Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Ja, danke. Wir haben schon fast schon wieder den Kreis an den Anfang geschlossen damit, aber es wäre also schade jetzt zu enden, falls es noch weitere Beiträge gibt, weil ich merke, wie wichtig das ist, auch für mich als Moderatorin und Zuhörerin, Ihnen auch zuzuhören. Bitte. Ost-West, seit 12 Jahren bei Herrn Drobisch-Lüttke, erst Gruppe Gegenwind und seit 11 Jahren in Einzelgesprächen. Es gab nie einen Konflikt zwischen Ost und West. Der Wessi hat mich immer verstanden. Danke. Danke. Ich wünsche es dir. Das ist auch ein wunderbares Schlusswort, wenn es eins wäre. Ja. Aber gibt es noch Beiträge? Ja, die Dame. Ja, also mein Name ist Petra Ostrowski. Ich arbeite seit über 30 Jahren, kann man sagen, nach meinem verstorbenen Vater unsere
Geschichte auf. Und ich bin bis in die NS-Zeit zurück, musste ich gehen, und habe sagenhafte Dokumente gefunden und bin jetzt dabei, von unserer Entschädigung aus, weil ich gesagt habe, das ganze Elend muss irgendwie einen Sinn noch ergeben, wo man was Schönes draus machen kann. Ich bin jetzt dabei, ein einmaliges Projekt zu starten in Deutschland, und zwar für die Opfer und Verfolgten und dessen Angehörigen eine zentrale Begutachtungsstelle zu erstellen. Also, ja. Und für ein Erholungs- und ein Schulungsheim zu eröffnen. Und wir werden mal sehen, wie weit Herr Dr. Wojtke mitgeht. Weil man hat mir damals einen Vergleich beim Gericht angeboten. Da musste ich leider den Richter mal fragen, ob er in Mathematik Kreide holen war. Weil das, was uns letztendlich genommen wurde, wie gesagt, das ist eine große Entschädigung, und ich bin dabei, möchte den Leuten auch helfen, weil man ist ja selber betroffen, ja, mein Kind ist verstorben, und so eine Sachen, die muss man einfach aufarbeiten, ja, und ich hole die ganzen Politiker mit rein ins Boot. Die sagen immer, Mensch, Frau Ostrowski, Sie sind ja eigentlich eine ganz Nette, dann müssen Sie mich nicht lassen. Ja, das ist halt so, ne? Und das ist das Projekt, was ich jetzt anstrebe. Und Professor Strauß weiß auch Bescheid. Sie müssten eigentlich, Herr Strobisch-Lüttke, müsste auch schon Bescheid wissen. Und jeder, der hier mitmachen möchte, eine bundesweite zentrale Stelle für Gutachter, ja, und eine Bildungsstätte, also ich meine, das ist schon eine Sache, ist ein großes Projekt. Aber ich hoffe, da kommen ganz, ganz viele mit rein. Ja, das ist, geht natürlich bis in die dritte, vierte Generation haben wir jetzt, ja. Wenn ich davon ausgehe, mein Vater ist 1911 geboren, meine Tochter ist auch mit, studiert jetzt Deutsch und Geschichte. Da wird auch nochmal die Geschichte aufgearbeitet. Mhm. Ich denke mal, ist ein großes Vorhaben. Und jeder, der mitmachen möchte, nicht weggucken. Der darf mitmachen. Vielen Dank. Ja, das ist sehr schön, was Sie sagen, weil Sie führen den Blick zurück. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sich nochmal politische Kontinuitäten anzuschauen, sich in den Blick zurück in die Geschichte, in die Familiengeschichte zu werfen. Wo kommt alles irgendwo her? Aber Sie zeigen auch die Perspektive für die Zukunft auf mit Ihrem schönen Projekt zum Beispiel, in das sich hier alle eingeladen fühlen dürfen. Und dieser Blick in die Zukunft, wenn jetzt nicht noch eine weitere letzte Frage kommt, ist das mein Übergang in eine letzte Frage, die ich hier unseren drei Herren noch mal stellen will. Und zwar eine Glaskugelfrage. Das mache ich immer sehr gerne zum Schluss, dass wir noch mal in die Glaskugel gucken. Sie dürfen sagen, was Sie glauben, Sie dürfen aber auch sagen, was Sie sich wünschen. Und zwar ist die Glaskugelfrage, die ich für Sie habe: Wir treffen uns hier in 10 Jahren wieder. Hoffentlich haben wir uns dazwischen auch schon oft gesehen, aber in 10 Jahren sind wir nochmal hier. Was wurde für Opfer politischer Traumatisierung der DDR in Deutschland bis dahin erreicht? Herr Bomberg. Oh, ich muss den Anfang machen. Ja. Es ist ziemlich glasig, aber ob die kann. Ja, vielleicht, ich wünsche mir, dass die Beweislastumkehr kommt. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir sehr. Danke. Herr Trobisch-Lüttke. Ja, wir haben ja viele 5-Jahres-Schritte jetzt schon hinter uns. Die 5-Jahres-Pläne sind nicht so richtig erfüllt worden. Also das mit der Beweislastumkehr wäre schon das Zentrale, würde ich auch sagen, was wirklich gut wäre. Ich würde das unisono wünschen, ne? Ja, das wäre wirklich sehr, sehr gut. Sie dürfen unisono, Sie dürfen aber auch noch einen eigenen wünschen. Genau. Und wie gesagt, weiter das Wissen, was entsteht, die Verzahnung zwischen Praxis und Theorie weiter vorantreiben, die Erkenntnisse sozusagen auch weitergeben, weiter streuen, also das Thema weiter quasi auch verbreiten, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig. Ja.
Zwar, ich muss zwei Sätze. Die brandenburgische Landesbeauftragte hat eine Sozialumfrage gemacht, die vielleicht einige kennen, eine interessante Studie. Und da kam unter anderem raus, dass politisch Verfolgte, DDR-Verfolgte, eine höhere Demokratieaffinität haben als Normalbevölkerung. Sie sind eigentlich im Hinblick auf die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft in 10 Jahren eine Elite. Und ich wünsche mir, dass die Gesellschaft in 10 Jahren begriffen hat, dass sie von diesen Betroffenen lernen kann, wichtige Dinge lernen kann. Das ist gut. Jörg, das ist insofern gut, dass das von einem Bestler kommt und ein Eigenlob stinkt. Das ist gut so. Ja, ich will von dir lernen. Wunderbar. Jetzt haben wir am Ende das Eigenlob vermieden und trotzdem sind wir zum Kern gekommen. Herzlichen Dank Ihnen drei hier auf dem Podium. Herzlichen Dank auch Ihnen allen, die Sie heute hier waren. Danke für Ihre Offenheit. Danke auch für Ihre Geschichten, die Sie hier mitgebracht haben. Und ich würde sagen, erzählen wir sie uns weiter gegenseitig. Hören wir alle einander zu. Und dann wird es in 10 Jahren vielleicht hier eine ganz schöne, fröhliche Runde. Herzlichen Dank. Schönen Abend.